Promo, weil 2011 wir sind live dabei. Jetzt werden gerade die letzten Tankungen vorgenommen. Es werden alle Bäcker herausgeholt und wir werden uns freuen, dass in Kürze auf das Rennen, auf das große Swatch Snow Mobile 2011 mit vielen Prominenten. Viel Spaß! Jedes Jahr mit dabei, allein wenn ich da hingreife, alles hat, Stahl hat, wie so sportlichsten aber, Zeiten. Aber ist nicht auftrainiert, das sind die Panzer. Nein, ein bisschen einen gewissen Schutz nehme ich mir da schon, weil es kann was passieren. Ich meine, ist ja auch schon genug in der Vergangenheit da passiert und da so ein bisschen Protektoren drauf haben, ist ganz gut. Also nicht nur Entertainment, wirklich auch Sport und eigentlich durchaus auch ein bisschen gefährlich. Sport, es ist anstrengend, es ist nicht ungefährlich, weil es natürlich Geräte sind, die man nicht unbedingt jetzt jeden Tag benutzt und dementsprechend auch gewohnt ist. Dann kommt noch bei der Wettkampf-Ehrgeiz, es kommt einfach automatisch. Also wenn er sagt, er fährt einfach nur ruhig damit, den gibt es glaube ich nicht. Stolz aufs heurige Rennen wieder mal? Ja, also das Rennen sowieso, wobei man muss wirklich sich ein bisschen Gedanken machen, weil es fahren immer mehr Profis und Semi-Profis mit und das Niveau wird wirklich von Jahr zu Jahr heftiger und ich hoffe nur, dass das Finale ohne einen Unfall ausgeht, weil wir haben schon leider zwei Unfälle gehabt mit zwei Verletzten. Aber ich bin insofern happy, weil wir dass wir sehr, sehr gescheit gefahren sind, ein sehr ausgewogenes Team haben und uns gleich direkt fürs Finale qualifiziert haben. Und ein bisschen ein Wettbewerbsgedanke ist ja da und somit bin ich heuer sehr happy. Wir sind Zweiter gewesen, haben uns locker qualifiziert, werden wahrscheinlich von der dritten Startposition starten, weil vom anderen kommen auch noch die ersten zwei dazu. Werden wir schauen, es soll nur alles gut ausgehen, das ist mir das Wichtigste. Also du bist keine Sido-Fahrerin, eine wirkliche, oder schon? Ich will es unbedingt mal, würde ich gerne mal hier auch fahren, aber ist jetzt halt blöd, ne, wegen den ganzen Sachen und wenn jetzt was passieren sollte. Aber ich habe schon zugesagt, für nächstes Jahr fahre ich auf jeden Fall mit. Lieber Thomas Wolf, du bist ja mehr oder weniger Vater von Snow Mobile, oder? Nein, das ist absolut übertrieben. Das ist der Andi Wernig mit dem Garstall-Toni. Also. Ja schon, aber ohne dich wird es das alles nicht geben mit diesem Salmach-Hinterclem. Naja, ein bisschen dabei, sagen wir. Okay. Also ihr seid sozusagen die Schnellen, die da für Motorsport, da hast du eine hohe Affinität, immer schon. Vom Fliegen, Hubschrauber bis zum Motorsport, ihr seid diejenigen, die da auf sowas stehen, oder? Ja, Salbach-Hinterclem ist ein Eventort und das ist ein Event. Und du bist der Eventvater? Ein bisschen schon. Ein kleiner, ja. Ein bisschen.